Bei mir war es halt so, dass ich nach einem gewissen Ritual putzen musste, dass ich halt in der Küche angefangen habe und dann übers Bad, übers Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und so weiter. Und wenn ich da unterbrochen wurde durch einen Anruf oder irgendwas, dann musste ich alles nochmal von vorn anfangen. Die schlimmsten Stellen waren halt auch das Bad und so, dass es durchaus möglich war, dass ich für eine Fliese 2 Minuten gebraucht habe oder so. Und auch verchromte Teile und so, die immer wieder putzen musste, immer wieder abwischen, weil ich immer wieder Angst hatte, das sind noch irgendwelche Kalkablagerungen und da sind noch irgendwelche Bakterien dran. An seinen schlimmsten Tagen putzte Holger Müller stundenlang nur das Bad, kontrollierte 50 Mal am Tag den Herd. Auch wenn er nicht wollte, der Zwang war immer stärker. Ließ ihn tagelang das Haus nicht verlassen, forderte absolute Reinlichkeit, absolute Ordnung, absolute Kontrolle. Das war schwierig und das hat sehr viel Kraft gekostet. Und dann kamen halt die anderen Zwänge auch noch dazu mit dem Waschen und die Angst halt vor Kontaminierung, dass ich mich irgendwo angesteckt haben kann, dass ich Keime habe, dass ich irgendwie krank wäre, es geht bis dahin, dass andere Leute durch mich Schaden erzielen können und so. Wenn jetzt die Bücher nicht richtig im Regal stehen, wenn die jetzt nicht so symmetrisch stehen und so weiter, habe ich Angst, dass irgendjemandem was passiert im Bekanntenkreis. Und damit kann ich nicht leben. Also wenn jemandem was passiert, dann bin ich schuld. Und das sind halt alles solche Gedanken, die da damit verbunden sind. Denn bei Holger Müller waren es mehrere Ursachen, die den Zwang entstehen ließen. Eine gewisse genetische Veranlagung, eine schwierige Kindheit. Es sind einige Ereignisse, die ich halt nicht verarbeiten konnte. Also ich hatte im 4. Lebensjahr einen schweren Verkehrsunfall gehabt, wo ich da Hirnverletzung und einen Schädelbasisbruch hatte und so, wo damals ja auch um mein Leben gekämpft wurde, weil ich lange Zeit ja auch im Koma lag und so. Und eigentlich damals ja schon gedacht war, dass ich gedacht wurde von den Ärzten, dass ich eigentlich es mal schwer haben werde im Leben, also durch das Leben zu kommen. Und dann sind halt auch andere im familiären Umfeld wie Suizide von nahen Verwandten und auch in der Jugendzeit mit Gewalttaten und so, die ausgeübt wurden an mir und so. Das sind halt alles solche Narben, die das alles noch mit dann, die Ursachen mit damit sind.